In Sydney kämpften sie noch unter deutscher Fahne. Heute startet Willi Kotny für Thailand, Alexander Weber für Argentinien, nur Dennis Bauer ist Deutschland erhalten geblieben. Doch alle drei sind sie noch weit entfernt von der Form, die sie in Sydney zu Helden machte. Alexander Weber wird in Athen noch nicht einmal in der Weltrangliste geführt. Erst nach Moskau rangiert er auf Platz 288. Ähnlich Willi Kotny. Sein Tsunami-Projekt in Thailand hat ihn weit zurückgeworfen. Als er vor einem halben Jahr erstmals wieder den Säbel in die Hand nimmt, ist er von ehemals Platz 14 auf Rang 188 der Weltrangliste zurückgefallen. Dazu vor 2 Monaten eine Operation. Klar, dass da noch die Kräfte fehlen. Kotny ist schon froh, als er in Athen unter die besten 64 und in Budapest unter die letzten 32 kommt. Dennis Bauer, zweitbester Säbler des Deutschen Fechterbundes. Ein cooler Taktiker, der kaum Probleme hat, wenn es gegen Fechter aus der klassischen Fechtschule geht, wie hier gegen Kosa aus Ungarn. Doch seine Beine werden schwer, wenn er auf die wieselflinken Newcomer aus China oder Korea trifft. Gegen Wang hat es eh jeder schwer. Es ist keine Schande, gegen den 2-Meter-Mann zu verlieren. Christian Bauer, neuer Coach im Reich der Mitte, hat seine Kämpfer gut aufgestellt. Die Zeiten, wo Chinesen Kanonenfutter waren, sind vorbei. Olympia in Peking lässt grüßen. Noch hat Bundestrainer Jochen Rieck Zeit, sich für 2008 etwas einfallen zu lassen. Der Niederlagen gegen Xia Liu Nummer 165 der Weltrangliste darf sich ein Bauer einfach nicht leisten. Überhaupt scheint der Bundestrainer kein glückliches Händchen zu haben, seit er 2002 in New York Steven Bauer aus der deutschen Nationalmannschaft kegelte, ging es mit dem schwarz-rot-goldenen Team bergab. Und auch für Stevie, trotz gelegentlicher Siege. In Moskau war dann Willi Kotny allein und ließ ahnen, welches Potenzial noch in ihm steckt und warum er einmal zu den schnellsten Fechtern der Welt zählte. Und da will er wieder hin, bis zur Olympia-Quali daheim in Bangkok. Wer einmal dabei sein will bei so einem Fight, kommenden Sonntag in der Sporthalle Oberwerth, Körmitsche-Turnier.